Wen diese Klänge faszinieren wie mich oder wer sie einfach nur interessant findet, sollte dranbleiben. Here's Old Man, ganz weit abseits meiner ursprünglichen Sendezeit, will ich euch mit einem Musiker und mit einem Instrument bekannt machen, was mich selbst beim Hören gelegentlich äußerst fasziniert. Bleibt dran! Manche nennen es Pantam, manche nennen es Handpan, manche nennen es Marimba, egal wie man es nennt. Ich habe mir einen jungen Musiker eingeladen ins Studio, der seit einigen Jahren sich damit befasst, sich einige Instrumente gekauft hat und sie in seiner Freizeit spielt. Hallo bei mir im Studio, Stefan Schneider, grüß dich. Hallo. Zuerst, Stefan, zu deiner Biografie, wo stammst du her? Ja, also geboren oder beziehungsweise 21 Jahre meines Lebens habe ich in Heidenau gelebt. Jetzt bin ich 30 und da bin ich halt aufgewachsen. Du bist aber nicht mehr in Dresden ansässig. Genau. Also ich bin jetzt seit Februar diesen Jahres in Soltau und lebe dort und arbeite in der Nachbarstadt. Und zwar im Bereich der Jugendhilfe. Du hast also aus beruflichen Gründen Go West gemacht. Genau, also ausgebildet, also ich habe mehrere Ausbildungen. Ich habe einmal eine Kochausbildung, die habe ich hier in Dresden gemacht. Oh. Genau, und als ich dann bemerkt habe, dass das nicht so ganz das ist, was ich mir vorstellen kann, habe ich mich dann in den sozialen Bereich orientiert und habe dann eine theologisch-pädagogische Ausbildung gemacht in Porta Westfalica. Und von dort hat es mich dann so noch einige Stationen weiter verschlagen. Letzte Station war Barkstedt in Niedersachsen, ganz oben, kleines Dorf. Habe ich in der Kirche gearbeitet als Diakon mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Und jetzt bin ich in Soltau ansässig, genau. Ja. Wie bist du, jetzt kommen wir zu den Instrumenten, wie bist du zu diesen speziellen Instrumenten gekommen? Wie entdeckt man dieses Hobby? Ich sage uns erstmal, was du spielst. Genau, also ich spiele eigentlich eine ganze Menge. Das fing mit 7 an, Akkordeon, und dann kamen ganz viele Instrumente dazu, Schlagzeug, Gitarre, E-Gitarre, Bass. Und in meiner Ausbildung zum Diakon war jemand, der hatte eine Sanpen. Und eine Sanpen ist eine Handpen aus Deutschland, die wurde hier in Deutschland gebaut. Und da ich eine Faszination für alle Instrumente habe, die ein bisschen besonders sind und die so einen sphärischen Klang haben,
hat mich das schon sehr interessiert. Dann habe ich mich halt angestellt bei ihm, weil alle unbedingt spielen wollten. Und habe es probiert und das hat ganz schnell auch gut harmoniert, weil die Instrumente auch darauf ausgelegt sind, dass man sie ganz schnell lernen kann. Und darüber habe ich dann sozusagen den Startschuss bekommen, habe dann bei dem Hersteller eine Handpen in Produktion sozusagen bestellt und ein Vierteljahr später war die dann noch fertig und ja, seitdem sind immer wieder neue dazugekommen. Ich kenne die Dinger oder diese Musikinstrumente unter dem Begriff Pantam. Hm? Das sind also beinahe sowas wie fliegende Untertassen in der Form her. Ja? Genau. Bevor uns Stefan mehr zu sich und Näheres zu seinen Instrumenten erklärt, machen wir einen kurzen Break und hören uns nochmal eine Marimba an. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Pantam und diesen Handpen, wie du sie nennst? Also die Oberbezeichnung ist im Grunde Handpen, also Handpfanne. Mhm. Und das ursprüngliche Modell stammt ja aus der Schweiz, also ungefähr 2000 entwickelt. Eine Hang, habe ich auch eine mit, habe ich mir heute mal extra von einem Freund geliehen, sein Heiligtum, zur Vorstellung. Und ganz viele andere Klangkünstler haben irgendwann mal angefangen, sich an dieses Projekt zu wagen und haben versucht, die nachzubauen. Und daraus sind einige sehr gute Handpens entstanden und die Firma von Hang, Panart, hat dann halt das schützen lassen, den Begriff. Und darum musste ein anderer her und Handpen ist dann die Überbezeichnung. Und Pantam ist, glaube ich, ich glaube aus Russland. Aha. Eine ganz hochwertige Marke. Wie viel Stück hast du jetzt, nennst du jetzt inzwischen dein eigen? Also ich habe jetzt 4 Handpens. Einmal eine Sandpen, eben die allererste aus Deutschland. Dann kam irgendwann mal eine Guda dazu aus der Ukraine. Und dann in den letzten beiden Jahren noch 2 Ravs aus Russland. Das ist spannend. Aber du hast ja nebenbei auch noch ein paar andere Instrumente. Du hattest also im Q24 ein interessantes Gerät mit. Hm? Und hast auch heute noch ein interessantes Gerät mit. Was hast du im Q24? Was war das? Also im Q24, das war eine Metallharfe. Die Metallharfe ist im Grunde, das kann man sich vorstellen, das sind Kupferröhren, ganz dünne, die in der Mitte aufgehangen wurden. Und diese Kupferröhren werden erhitzt, dadurch entfaltet sich der Klang. Und die werden mit den Fingern ganz langsam angestrichen und dadurch entsteht ein Schwebeton. Und das Instrument wurde von Jochen Fassbender, einem Klangkünstler aus Walsbröl, so rum, entwickelt. Und er hat auch noch ganz viele andere Instrumente erforscht und entwickelt. Und du hast sie dir selbst gebaut oder bauen lassen? Die Metallharfe habe ich mir bauen lassen. Was ich heute mit habe noch, ist ein Klangröhrenspiel. Das habe ich selber gebaut, aber aus Inspiration von dem, was er gemacht hat. Du habe ich am Anfang gehört, du hast eine ganze Menge andere Instrumente schon ausprobiert. Hast du Musikunterricht bekommen oder bist du autodidaktisch so begabt, dass du das dir so selber beibringen kannst? Also ich habe
mit Akkordeon angefangen und das habe ich in der Musikschule Fröhlich gelernt und das war ungefähr 13 Jahre lang. Und alle anderen Instrumente habe ich mir selber beigebracht, aber es gibt natürlich immer den einen oder anderen Freund oder Künstler, wo man sich dann mal was abgucken kann. Aber vieles wirklich autodidaktisch. Ja, also du kannst Noten lesen und kannst damit dann auch spielen. Jetzt ist die Frage, wie spielt man eine Handpan nach Noten? Gibt es da Noten? Wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt Noten, also jede Handpan ist ja individuell nach einer bestimmten Skala gestimmt und demzufolge gäbe es Noten, allerdings ist das Instrument gar nicht dafür gedacht, dass man irgendwelche Melodien spielt, also Ode an die Freude jetzt bitte mal oder irgendein anderes Stück, sondern der ursprüngliche Gedanke war wirklich, dass man ein Instrument zur Verfügung hat, was eigentlich zu einem selber spricht. Also wo man nicht irgendwelche Vorkenntnisse haben muss, sondern man setzt sich hin, setzt sich eine halbe Stunde mit dem Instrument auseinander und hat seine ersten Melodiefolgen. Und das Besondere ist daran, dass wirklich ein Mensch, der eben noch nie so richtig Musik gemacht hat, ohne Probleme da ganz tolle Klänge rausbekommt und dadurch zum ersten Mal bemerkt, okay, ich bin doch nicht so untalentiert. Ja, jetzt wollen wir uns als erstes ein Instrument anhören, was du uns gleich erläuterst. Was mich dabei noch interessieren würde, du hast vorhin gesagt, diese Handpan haben nicht einen einzigen Ton, sondern mehrere Töne gemeinsam. Also 3, 4, 5. Wäre mal interessant zu wissen, wie viel du spielen kannst. Und dann stell uns das Instrument mal vor. Genau. Also jetzt habe ich hier vor mir die Sanpen. Das ist die erste Handpen, die ich erworben habe aus Deutschland. Und die hat 7 Töne. Und es ist im Grunde eine Skala. Also für die, die es noch nie gesehen haben, es ist im Grunde es sind zwei Böden von Ölfässern oder zwei runde Bleche, die ausgebeult wurden und dann erhitzt wurden, zusammengeklebt wurden. Und dann Töne hineingehämmert werden. Und es fängt bei einem tiefen Ton in der Mitte an. Und dann baut sich da eine Tonskala auf. Stefan will uns noch ein weiteres schönes Musikinstrument, was auch künstlerisch toll gearbeitet ist, vorstellen. Erklär uns das bitte. Das ist schon vom Sehen her toll und ich freue mich auf den Klang. Was willst du uns jetzt vorspielen? Das ist jetzt eine Raf-Vast. Also, das ist eine Handpan aus Russland. Und der Unterschied zu der
Sunpan ist, dass die jetzt eine Mischung aus Handpan und Tankdrum ist. Eine Tankdrum wurde aus Propangastanks gemacht, deswegen Tankdrum, und die hat eingeschnittene Zungen. Also das Klangfeld wurde nicht eingehämmert, sondern eingefräst oder eingeschnitten. Und in dem Fall sind es jetzt 9 Töne und die ist in der Integralstimmung. Das ist so eine ganz, ich sage jetzt mal, universelle Stimmung, weil sie alle Grundtöne eigentlich beinhaltet. Genau, ich spiele sie mal. Jetzt hast du ein weiteres, ein tolles Instrument ausgepackt. Bevor du uns das erläuterst, würde sicherlich auch die Zuhörer mal interessieren, was kostet so ein Musikinstrument? Wie kommt man dazu? Wie bestellt man das? Und das gibt es ja jetzt nicht so im Laden, vielleicht auch nicht so im Internet. Also wie bist du an die Instrumente gekommen und was hast du bezahlt für so ein tolles Teil? Ja, das ist dann der Moment, wo viele etwas entsetzt reagieren, weil gute Handpans sind teuer. Also ich hatte den Vorteil, dass ich noch die alte Edition der Sunpens kaufen und bestellen konnte. Da hat sie nur in Anführungsstrichen 400 Euro gekostet. Ist ein stolzer Preis, aber das ist im Handpen-Universum noch im untersten Sektor. Die hochqualitativen und auch die Original-Hang zum Beispiel, die gehen so bei 2000 Euro los. Das klingt viel. Was man dazu wissen muss, ist natürlich, dass es alles ein Unikat ist. Also jedes Instrument wird individuell gebaut. Und es ist natürlich auch ein unglaublicher Aufwand. Also ich habe einen Freund, der versucht sich auch schon länger am Handpanbau. Und es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Und im Schnitt braucht man ungefähr, also ein erfahrener Handpanbauer braucht wahrscheinlich so 4 bis 5 Tage, um eine zu bauen. Das muss ja alles eingespannt werden, gewalzt werden, zurechtgehämmert werden, dann erhitzt werden. Die Töne müssen perfekt abgestimmt werden.
Und dann die ganze Arbeitszeit plus Materialkosten plus halt Gebühren für eine Werkstatt, dann die ganzen Kosten, die man hat mit Steuern, da kommt der Preis schon gut zustande. Ich persönlich würde aber sagen, alles, was über 2000 Euro angeboten wird, ist dann Schnickschnack. Also ich finde, 2000 Euro ist eine angemessene Grenze und alles darüber, ich habe das Gefühl, dass man dann eher den Namen Ja, dazu verkauft. naja, okay. Könnte man sich theoretisch, also wenn du das jetzt willst, hast bestimmte Vorstellungen, eine Nachtvorstellung bauen lassen? Das wäre möglich. Das geht ja. Also wenn ein Handpen-Maker da mitmacht, die meisten haben so ihre Skalen, die sie anbieten, aber individuelle Skalen sind für die meisten auch okay, kostet dann aber wahrscheinlich noch ein bisschen extra. Wo werden die gebaut? In welchen? Hier in Deutschland oder beziehst du die aus dem Ausland? Also weltweit. Es gibt Weltweit. ungefähr jetzt 120 Handpen-Maker weltweit und das geht von 4, 5 Handpen-Makern aus Deutschland über Leute in Frankreich, Italien, in Amerika gibt es einige, Russland, in Indien, in Australien glaube ich auch und in China, Japan gibt es auch Ja, mehrere. naja, hat sich so eine Szene inzwischen entwickelt schon, ja. Genau. Ja. Und was, wie man eine bekommt, also die erste Anlaufadresse wäre wahrscheinlich das Handpen-Forum. Das gibt es unter www.handpen.org. Dort stellen alle Handpen-Maker ihre Modelle vor. Und es gibt auch viele, die ihre eigene Homepage haben. Die finden sich aber auch dort. Und man muss aber viel Zeit einplanen. Also die qualitativ hochwertigsten, da wollte ich auch schon sehr lange eine haben aus der Schweiz. Da ist die Wartezeit momentan 4 bis 5 Jahre. In halber Trabant. Genau, richtig. Was auch verständlich ist, weil eine pro Woche macht 52 pro Jahr und pro Jahr kommen 1000 Bestellungen rein. Und meistens ist es eine Person. Und dadurch erklären sich die langen Wartezeiten. Ja. Die RAF, die ich vor uns gespielt habe, die hat ein Vierteljahr gebraucht. Und wenn man Glück hat, dann findet man jemanden, der gerade angefangen hat und relativ qualitatives Arbeiten an den Tag legt. Und dann hat man die Chance, wenn man da freundlich fragt, gleich in die Warteliste reinzukommen und dann relativ schnell eine zu bekommen. Aha, Also man muss okay. auf jeden Fall Geduld mitbringen. Ist natürlich ein Vorteil, wenn man dann in der Liste ist und weiß, es dauert ein Jahr, kann man jeden Monat 100 Euro zurücklegen, da hat man dann in einem Jahr schon fast die komplette Handpen fertig. Okay, jetzt stell uns mal das schöne Instrument, was du jetzt auf deinen Beinen liegen hast, vor und spiel sie uns. Das ist jetzt eine Guda. Das ist eine Handpen aus der Ukraine. Und das ist die zweite Handpen, die ich mir gekauft habe. Und das ist auch wieder eine Tang Drum. Also es ist keine mit Tonfeld, sondern eine, die das Tonfeld eingeschnitten hat in Zungenform. Und dadurch ergibt sich nochmal ein ganz eigener Klang. Tonskala kann ich auch nochmal kurz zeigen. Thank you.
Jetzt habe ich eben beim Spielen bei dir gesehen, dass du nicht nur schlägst, du hast so verschiedene Spieltechniken. Erläutere uns das bitte mal etwas. Also das Grundspielen ist im Grunde ein ganz leichtes Tippen mit nur einem Finger. Und das ist meistens im Grunde die Stelle, wo so der Fingerabdruck entsteht. Und es ist auch nur ein einziger Finger und es ist nur ein Antippen wie so eine Dribbelbewegung, wenn man einen Ball spielt. Weil alles andere würde die Handpan abdämpfen. Also wenn man mit mehreren Fingern spielt, dann kommt der Ton nicht mehr zur vollen Entfaltung. Und man sollte auch nicht irgendwie zu stark draufhauen, weil dann verzerrt das den Ton auch. Und was ich aber auch noch mache, ist jetzt schwer zu erklären, wenn man es nicht bildlich vor sich hat, aber es ist im Grunde so eine Drehung aus dem Handgelenk, dass ich mit der Daumenspitze und das ist bei mir, glaube ich, der Mittelfinger so leicht anwische, würde ich jetzt mal sagen. Also man kann da auch experimentieren und auf jeden Fall, was von Klang entsteht. Genau. Man kann die Töne auch abstoppen, dadurch entsteht dann der Oberton und da kann man dann frei experimentieren. Jetzt hast du ja noch ein ganz tolles Instrument mitgebracht und da liegen und habe auch gehört, du bist ganz schön stolz drauf. Jetzt stell uns das Instrument, das Mädel mal vor. Genau. Also ich bin auf jeden Fall stolz, es spielen zu dürfen. Es ist nicht mein eigenes. Es ist von einem befreundeten Handpan-Spieler. Lieben Gruß an Erik an der Stelle. Danke, dass ich dein Schätzchen ausleihen durfte. Der hat mir seine Hang ausgeliehen. Und die Hang ist ja das Original, wie es immer gerne gehandhabt wird. Also die Hang ist das Instrument, was in der Schweiz hergestellt wurde und damit den Startschuss sozusagen für alle Handpans geliefert hat. Das ursprüngliche Modell, damit fing es an und Legenden zufolge hat es einen ganz besonderen Klang. Das liegt dann wahrscheinlich immer im Ohr des Betrachters, aber die beiden, die das gebaut haben, die haben ja auch schon über 30 Jahre Erfahrung im Steel-Drum-Bereich und haben sich mit der Materie sehr auseinandergesetzt und dadurch sind sie halt auch Fachleute und ich denke, das hört man auch. Die kann man heute nicht mehr kaufen bei denen. Die haben die Produktion eingestellt. Und wenn man viel Glück hat, kann man sie mit jemandem tauschen, der irgendwie ein anderes Instrument haben möchte. Ansonsten werden sie bei eBay gehandhabt mit Preisen. Also ich habe mal eine für 20.000 Euro gesehen. Und das ist dann schon, also das finde ich dann schon übertrieben. Ja. Total übertrieben. Aber gut, Angebot und Nachfrage und macht den Preis. Genau. Jetzt stell uns das Instrument musikalisch vor. Genau, jetzt muss ich mal probieren, weil ich habe sie auch nur ganz kurz mal angespielt. Thank you.
hattest du vorhin angekündigt, du hast noch was ganz Spezielles mitgebracht, ein Instrument, was du dir selber gebaut hast. Stell uns das vor, was ist das Besondere, und dann lass es uns auch hören. Okay, also, ich habe hier ein Kupferröhrenglockenspiel oder Klangröhren. Das ist im Grunde nichts weiter als ein ganz langes Kupferrohr, das ich in mehrere Segmente geschnitten habe. Und dann habe ich einen Rahmen aus Holz, und jeweils auf der linken und rechten Seite sind kleine Rundstäbe, und zwischen den Rundstäben ist eine Gummischnur, und dazwischen sind die aufgehangen. Also im Grunde wie so eine Art von Xylophon. Und das Besondere an Kupfer ist, dass es ja einen sehr warmen Klang hat, und diese Kupferröhren habe ich noch mit einer Brennerflamme bearbeitet. Wenn Kupfer geschmiedet wird, dann, also Kupfer besteht ja aus kristallinen Strukturen, und wenn die geschmiedet werden und in Form gegossen werden oder gezogen werden, dann verziehen sich auch diese Kristallketten, nenne ich das jetzt mal. Und wenn die später nochmal erhitzt werden, können sich diese Kristallketten entspannen, und dadurch entsteht ein schwingender Ton. Ich spiele jetzt mal eine Röhre an. Würde ich die nicht mit Hitze behandelt haben, würden die ungefähr 20 Sekunden klingen. Und die klingen jetzt deutlich länger. Ja. Also im Grunde, ich habe mal nachgezählt, an einen. Eine Minute und 20 Sekunden klingt jetzt nach. Ja. Und du hast die so gebaut, dass in etwa jede Röhre einen ganz eigenen, also einen speziellen Klang aus dem Notenschlüssel hat. Genau. Es müsste eigentlich fast schon Halbtonschritte sein. Und das Besondere ist halt, dass man auch da jede x-beliebige Skala nachbauen kann. Also theoretisch könnte ich jede Skala, die ich jetzt mit den Handpans habe, darauf auch nachbauen. Okay, dann lass uns mal hören. Dann gibt es noch eine Besonderheit, dass man die Kupferröhren auch noch anders spielen kann, dass es nicht nur anschlagen kann, sondern wenn man mit einem kleinen Schlegel um die Röhre herumfährt, dann entsteht auch noch ein ganz anderer Ton.
auch wenn du kein Profikünstler bist, Stefan, trittst du auf, hast du uns gezeigt im Q24 und hast bestimmt auch Lust und Laune, gelegentlich irgendwann mal Musik zu machen und aufzutreten. Auf jeden Fall. Wie ist das, wie bist du erreichbar? Per Internet, per Handy, per Video, wie auch immer. Wo bist du jetzt momentan präsent? Also ich habe einen YouTube-Kanal, den ich ein bisschen hab schleifen lassen, weil ich momentan noch nicht so viele neue Aufnahmen habe. Aber dort gibt es schon ein paar Videos. Den findet man unter dem Namen Pentusiast. Also ist so ein Wortspiel aus Enthusiast und Handpen. Pentusiast. Wenn man das eingibt, dann findet man meinen Kanal. Es gibt noch keinen anderen, der sich so nennt. Und bei Facebook habe ich mir jetzt auch eine Künstlerseite eingerichtet, die natürlich auch noch wachsen muss. Da muss ich auch noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Und die heißt genauso Pentusiast Stefan Schneider, mit meinem Namen kombiniert. Da sollte man die finden, wenn man Interesse hat. Und ich habe auch vor, eine CD aufzunehmen, in Eigenproduktion. Ich hoffe, dass ich in den nächsten 2 Monaten dann anfangen kann. Das hängt noch ein bisschen davon ab, wie ich arbeitstechnisch eingespannt bin und ob ich genug Motivation auch zusammenbekommen kann. Das ist ja immer so ein bisschen, wenn der Alltag dann reinschlägt, ja, so eine Frage. Als Hobbymusiker. Stefan, ich habe mich ganz sehr gefreut, dass du bei mir im Studio warst. Wenn es wieder mal irgendwann klappt, wir uns über den Weg laufen, freue mich. Bin interessiert, wie du dich weiterentwickelst, was du machst, was du spielst und deine neue CD, hoffe ich, werden wir vorstellen können irgendwann. Ja, dann besten Dank, Stefan. Bedanke ich mich für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Gerne. Also dann, mach's gut. Jo, du auch.